Geehrte Geschwister, wir wollen uns heute mit einer Aja, mit einem Ereignis und den darin liegenden Lektionen beschäftigen. Eine Lektion unter mehreren, die unseren Alltag bestimmt, die unsere Vergangenheit mitprägte, unsere Gegenwart, wie auch unsere Zukunft, geehrte Geschwister. Deswegen spitzt eure Ohren, beziehungsweise wie Allah Ta'ala es im Koran sinngemäß ausdrückt, werft euer Gehör. Ja. Ein zielgerichtetes Hören, denn wie gesagt, heute ist der Tag, jetzt ist die Stunde, wo wir Proviant mitnehmen. Nicht nur für die Tage bis zum nächsten Freitag, sondern Proviant, geehrte Geschwister, für unser diesseitiges Leben, was auch unser jenseitiges natürlich beeinflusst. Es ist eine einmalige Chance, die wir haben. Allah Ta'ala sagt in Suratu Al-Ahzab, das ist die 33. der Abfolge nach, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Und erinnere daran, als du demjenigen, dem Allah Wohltaten erwiesen hat und dem du Wohltaten erwiesen hast, sagtest, behalte deine Ehefrau und habe Taqwa. Handle ehrfurchtsgemäß Allah Ta'ala gegenüber. Und du hast dich vor den Menschen gefürchtet, während Allah doch mehr berechtigt ist, dass du dich vor ihm fürchtest. Ja. Worum geht es hier, geehrte Geschwister? Wir haben hier eine Eheberatungssituation vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wird direkt angesprochen. Ja. Und nachdem Zayd an ihr kein Interesse mehr gehabt hatte, das ist der einzige Prophetengefährten-Name, der einzige Prophetengefährte, der namentlich im Koran erwähnt wird. Ja, von allen 604 Seiten in der Standardausgabe, die man natürlich auch anders gestalten kann, und ich habe auch private Ausgaben, die sind anders angeordnet, aber von den bekannten 604 Seiten in der Standardausgabe, jede Seite hat 15 Zeilen, gibt es nur einen einzigen Prophetennamen, der namentlich Prophetengefährtennamen im Koran. Von allen 120.000 Prophetengefährten. Und Allah Ta'ala leitet hier ein, derjenige, dem Allah eine Wohltat erwiesen hat und dem du auch eine Wohltat erwiesen hast. Und da wird sein Name im Koran genannt. Unter allen 120.000 Prophetengefährten der Einzige. Also hier handelt es sich um etwas sehr, sehr Spezielles, geehrte Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird getadelt, weil es etwas gab, was ihn dazu veranlasst hat, eine Abscheu zu entwickeln oder er möchte den Menschen in diesem Zusammenhang nicht begegnen. Und Allah erinnert ihn daran. Ja, er tadelt ihn öffentlich. Sallallahu alaihi wasallam. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und sagt, dass dies nicht angebracht war. Und nachdem Zayd an ihr kein Interesse mehr gehabt hatte, an seiner Ehefrau, und sich von ihr geschieden hatte, sie hat übrigens auch kein Interesse mehr an ihm gehabt, ließen wir dich sie heiraten. Der Prophet Muhammad hat dann die Ex-Frau Zayds geheiratet. Damit es keine Unannehmlichkeit für die Mu'minin wird, für die Muslime, die Ex-Frauen der nach ihnen Genannten zu heiraten. Was war passiert? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Berufung bekommen hatte, Allah Ta'alas, nahm er jemanden auf, einen Jungen, der als Sklave verkauft wurde. Er nahm ihn auf. Und nach Jahren des Getrenntseins von seiner Familie gab es eine Begegnung.
mit der Familie. Und der Junge sagte, ich möchte lieber beim Propheten bleiben oder ich möchte lieber bei Mohammed bleiben, sallallahu alaihi wasallam. Das war alles vor der Zeit der Berufung. Ich möchte lieber bei diesem Mann bleiben, als zu dir, o meinem Vater, und zu meinem Stamm zurückzukehren. Und der Vater, er sah ein, warum. Weil dieser Mensch Mohammed, ohne Prophet gewesen zu sein, sallallahu alaihi wasallam, er war auch ohne Gleichen. Aber es gab etwas in dem Herzen des Vaters, was der Prophet, was Mohammed, ja, sallallahu alaihi wasallam, beseitigen wollte. Weil dem Vater hat nicht gefallen, dass sein Sohn einen Sklavenstatus hat, noch in der arabischen Gesellschaft. Was tat Mohammed, sallallahu alaihi wasallam? Er ging zur Kaaba und hat gesagt, hiermit erkläre ich Zayd zu meinem Sohn. In allen Anbelangen. So wird er von mir erben, sollte ich sterben, wie auch umgekehrt. Das heißt, eine Adoption wurde vorgenommen. Eine Adoption wurde vorgenommen. Da kommen wir darauf zu sprechen. Wir sind bereits mitten im Thema. Aber im Islam ist es verboten, geehrte Geschwister, dass man die Ex-Frau seines Sohnes oder seines Vaters heiratet. Das ist verboten. Das hat der Prophet auch rezitiert vom Koran. Und jetzt ist er in die Situation, dass Araber ihn immer noch als Sohn, Zayd immer noch als Sohn Mohammeds einschätzen. Was dann problematisch für die arabische Gesellschaft wird, wenn Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Ex-Frau seines nicht mehr Adoptivsohns, ja, heiratet. Weil Allah Ta'ala hat im Koran auch die Aya herabgesandt, ja, nennt sie nach ihren Vätern. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Ja, nennt die Kinder nach ihren Vätern, das ist bei Allah Ta'ala gerechter. Diese Aya, geehrte Geschwister, werden wir heute und die Lektionen, dieses Zeichen Allahs, werden wir heute miteinander, so Allah Ta'ala will, verinnerlichen. Zunächst einmal, geehrte Geschwister, auch wenn die Adoption verboten ist, so ist die Inpflegenahme eine der bedeutendsten Taten, die man umsetzen kann. Ja, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer sich um Witwen kümmert, wer sich um die armen, bedürftigen Menschen kümmert, der ist wie ein Kämpfer auf dem Wege Allahs. Und der ist wie jemand, der nachts ununterbrochen im Gebet steht und tagsüber fastet. Ja? Wie Imam Bukhari und Imam Muslim verifizierten. Also das hat der Prophet wirklich gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, ich habe im Muwatta Imam Maliks ist diese Überlieferung, definitiv ist sie, genau, im Muwatta Imam Maliks, dass derjenige, der sich um ein Waisenkind kümmert und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie werden so sein, ja, im Paradies. Und er erhob seinen Zeige und seinen Mittelfinger. Ja, natürlich hat er die schönsten Hände gehabt und die schönsten Finger gehabt. Das heißt, man wird also ganz eng mit dem Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, meldet euch beim Jugendamt. Klärt in der Familie, könnt ihr ein Pflegekind aufnehmen. Ja? Und im Rahmen dessen, dass ihr ein Kind, was ihr rechtlich adoptiert, was dann vielleicht auch euren Nachnamen trägt, ja? Aber im Rahmen dessen, dass ihr ihnen von Anfang an sagt, ich bin nicht dein biologischer Vater, ich bin nicht deine biologische Mutter. Ja, du hast zwar diesen Namen im Pass, aber das ist eine rechtliche Notwendigkeit, dass wir dich überhaupt aufnehmen können. Ja, aber du weißt, ich bin, kannst mich Papi nennen, aber ich bin nicht dein Vater. In dem Sinne, ja. Im übertragenen Sinne nennen wir auch unsere Lehrer Vater, ja, oder unsere Lehrerinnen Mutter. In diesem übertragenen Sinne kann man das machen. Meldet euch. Weil das ist eine großartige Tat, geehrte Geschwister. Und ich weiß auch aus Frankfurter Kontexten, dass viele muslimische Kinder, wenn die Eltern Schwierigkeiten haben, nicht zu muslimischen Familien kommen, nicht zu muslimischen Pflegefamilien. Ja, und es ist eine komplexe Lage.
wo wir auch proaktiv sein müssen und sagen, hey, wir übernehmen Verantwortung. Ja, wir gehen zum Jugendamt, wir führen diese Gespräche, welche Voraussetzungen dürfen wir erfüllen, um Kinder in Pflege zu nehmen, ja? Oder welche Möglichkeiten haben wir vielleicht einem Kind, was als Waisenkind aufwächst, im Ausland ein besseres Leben zu ermöglichen, ohne seine Identität dadurch zu stören und indem wir, wie gesagt, etwas vorgaukeln und dann Jahre später gibt es dann das Gespräch und das Kind stürzt in eine tiefe Krise. Ja, das, ja, so viel zu diesem Thema, dass es eine großartige Tat ist, geehrte Geschwister. Kommen wir zunächst zu dem Tadel, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Musterbeispiel überhaupt von Allah Ta'ala, getadelt wird. Zunächst einmal die Mehrheit, die übergroße Mehrheit der muslimischen Gelehrten, stellt fest, dass Propheten keine großen Sünden begehen konnten. Unmöglich, ausgeschlossen. Weil sie waren moralisch integer gewesen. Dass aber kleine Fehler bei ihnen möglich waren. Ja? Und wie gesagt, vorgekommen sind. Und sie waren sehr selten. Ja? Adam alayhi assalam, ja, der erste Mensch, das, ja, das Musterbild des Menschen. Er aß vom Baum. Wir wissen nicht, welche Frucht, aber wir wissen, er aß vom Baum, dem Allah Ta'ala ihn verboten hat. Ja, und Musa alayhi assalam, als er gesehen hat, wie eine Kuh angebetet wird, eine hergestellte, da hat er die Tafeln aus Wut, ja, geschmissen. Ja, es ist, war nicht gut, dass ihm das passiert ist. Ja. Yunus alayhi assalam, er verließ vorzeitig sein Volk. Und Dawud alayhi assalam, er urteilte voreilig. Das können wir alles im Koran nachlesen. Ja. Es sind also kleine Fehler, die auch sehr selten vorkommen und die ausnahmslos auch von Allah Ta'ala aufgedeckt worden sind, sodass die Menschen wissen, ah, das ist mein Musterbeispiel und dort gab es einen kleinen, seltenen Fehler und das wurde von Allah korrigiert, sodass ich nicht einem Fehler nachahme oder einen Fehler dieses Musterbeispiels in mein Leben integriere. Ja? Und wir vergessen zwei große Lektionen, eine größer als die andere. Dadurch sind auch Propheten erstmal Musterbeispiele. Weil wie sollen wir lernen, mit Fehlern klarzukommen, wenn wir nicht ein Vorbild haben, was mit Fehlern klarzukommen hatte? Ja, wobei sie, wie gesagt, kleine Fehler sind und sehr selten und aufgedeckt, aber dann können wir ihnen folgen. Und sonst wäre auch die besondere Tat der Reue den Propheten vorenthalten gewesen. Und Allah Ta'ala liebt die Reue, wie wir wissen. Ja? Er liebt die Reue seines Dieners mehr, als jemand, der die Hoffnung in der Wüste verloren hat, jemals wieder Rettung zu finden, weil sein Reitkamel ihm entlaufen ist und er dieses dann wieder findet. Und Allah liebt die Reue seines Dieners mehr, als der Diener das Wiederauffinden seines Reittiers in der Wüste. Ja? Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, und wir sehen, dass das ein Problem ist, geehrte Geschwister, die große Aqida-Lektion, dass wir keinen Menschen, und sei er ein Prophet, in den Rang des Göttlichen erheben, und sei es auch nur in einer Eigenschaft oder in einer Angelegenheit. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Propheten im Allgemeinen keinerlei Fehler gehabt hätten, viele Menschen, noch mehr Menschen, ja, muss man sagen, nicht viele, sondern noch mehr Menschen hätten dann einen Propheten über das hinaus erhöht, was er eigentlich ist. Ja, und das ist das, was mit dem Vorgängerpropheten Isa alaihi assalam, ja, dem Sohne Marias, widerfahren ist, ohne dass er daran einen Anteil hat. Ja? Das ist ihm eine unliebsame Angelegenheit, dass er für mehr eingeschätzt wird als einen Menschen, der von Allah Ta'ala zum Propheten ernannt worden ist. Ja, dass wir so kurz hier verstehen, warum kann es passieren, dass Allah Ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt
tadelt. Ja, das nimmt nichts von seinem großartigen Status. Was war die Angelegenheit, zu der Allah Ta'ala gesagt hat, dass er sie offenlegen wird? Ja, dass der Prophet Muhammad etwas verborgen gehalten hat, was Allah Ta'ala wird doch offenlegen. Es war die Heirat gewesen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, als diese Ehekrise bestanden hat zwischen Zayd und seiner geehrten Ehefrau, als diese bestanden hat, gab Allah Ta'ala ihm bereits mit: Eines Tages wirst du mit dieser Frau verheiratet sein. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Verborgenen gehalten und Allah war es, der es wird hervorbringen. Ja? Es war aber kein Verliebtsein, wie einige Fehlende, auch um dies dem Propheten anzulasten, sallallahu alaihi wasallam, gesagt haben. Ja? Weil mehr war es nicht gewesen. Was hat Allah Ta'ala offengelegt? Ja? Dass er die Ex-Frau seines Ex-Adoptivsohnes zu heiraten hat, um klarzustellen, ja, um auch die Einengung in der Gesellschaft wegzunehmen, dass dies eben möglich ist, weil Allah Ta'ala das für halal erklärt hat und dass man diesbezüglich keine abergläubischen Vorstellungen haben darf oder Traditionen, die dem religiösen Gebot widersprechen. Das war der einzige Grund. Ja? Gäbe es eine Frau, die der Prophet Muhammad nicht hätte heiraten wollen, ja, oder eine Liste von Frauen, die er nicht hätte heiraten wollen, so wäre es eine solche Frau gewesen, eben wegen dem, was die Menschen hätten gesagt. Das wird deutlich aus dieser Aya. Und alles andere ist eine, man sagt, Eisegese, ein Hineininterpretieren von Verständnissen, was da nicht reingehört. Also Exegese, man leitet ab, was im Text steckt, und Eisegese, man tut da rein, was da nicht hingehört. Ja, und das war auch das, was Zainab radiallahu anha, Allah möge mit ihr zufrieden sein, was sie auch selbst sagt. Ja, sie, im Rahmen der Mehr-Ehe des Propheten Muhammad Islam gab es auch natürliche Vorkommnisse wie kleine Neckereien und kleine Eifersüchteleien auch. Und sie sagte auch zu den anderen Ehefrauen: Zawaja kunna ahali kunna wa zawajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Ja? Ihr wurdet von euren Familien, ja, das wurde organisiert von euren Familien, die Ehe. Aber ich wurde von Allah Ta'ala, dem Propheten, in die Ehe gegeben, von über den sieben Himmeln. Und da konnten die anderen Frauen natürlich dazu nichts sagen, ja. Das war schon ein Statement. Ja, ja, subhanallah, wie unsere Vorbilder ein wundervolles Leben gelebt haben. Ja, das war die Angelegenheit gewesen, die, wie gesagt, dem Propheten Muhammad sallam Unbehagen hat bereitet, und dieses Unbehagen wurde von Allah Ta'ala offengelegt und in diesem Kontext, geehrte Geschwister. Der Hadith ist übrigens im Bukhari, den ich gerade eben zitiert habe. So wie alles, was ich hier vortrage, in der Überzeugung vorgetragen wird, dass das mindestens Hassan ist. Ja? Und nur der Form halber, vielleicht diejenigen, die sich gedanklich Notizen machen, erwähne ich hier überhaupt die Quellen und wie sie eingestuft worden sind von den Gelehrten. Nicht, weil ich prinzipiell etwas anderes vortragen würde. Ja? Und als einfacher Mensch wird man auch Fehler begehen, aber wie gesagt, im Bewusstsein, dass das das Richtige war, und auch in der dankenden Anerkennung einer Korrektur sollte sie später erfolgen. Und du hast dich vor den Menschen gefürchtet, während Allah doch mehr berechtigt ist, dass du dich vor ihm fürchtest. Was war diese Angelegenheit gewesen? Das Gerede der Menschen. Ah, wie kann er das machen? War Zayd nicht sein Sohn? Ist er nicht zur Kaaba gegangen? Und ja, und dann diese bla 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 bla. Ja. Und das war dem Propheten Muhammad zusammen unangenehm, ja, dass dies auf ihn zukommen könnte oder höchstwahrscheinlich würde von einigen unerzogenen Menschen, ja, nicht von den Mu'minin, sondern von einigen unerzogenen Menschen, die ihn sowieso auch wegen anderen Dingen befeinden, ja, wegen seines Prophetentums etc. Und geehrte Geschwister, dieses Gefühl ist auch menschlich. Der Muslim wünscht sich nicht solche Prüfungen. Der einfache Muslim wünscht sich solche Prüfungen nicht. Ja, warum sollte sich ein Prophet solche Prüfungen wünschen? Auch in Bezug auf Maryam, alayha as-salam, ja, der Friede sei auf Maryam, der Mutter Jesu, Isas,
alayhi as-salam. Als sie schwanger wurde, als Jungfrau, wollte sie auch nicht vor die Menschen treten, aufgrund dessen, was die Menschen dann zu ihr sagen würden. Allah Ta'ala dokumentierte auch ihre Worte. Ja. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Oh, wäre ich doch zuvor gestorben. Oder wäre etwas, was ganz und gar in Vergessenheit geraten ist. Ja. Weil sie diese Situation nicht haben wollte. Ja, so warum sollte man, das sollen wir nachvollziehen als einfach menschliches, natürliches Gefühl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, einer der Gelehrten, As-Sa'di, er sagte, Allah Ta'ala wollte durch dieses große Ereignis, diese Heirat, diese unislamische Vorstellung oder diese unislamische Tradition beseitigen. Ja, manchmal gibt es Präzedenzfälle, die eine Kultur ändern. Und das war eben das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tragen hatte. Ja, ein Changer zu sein. Ein Mover und Shaker zu sein. Ja, nicht nur Sahabis diese Kämpfe austragen lassen, ja, sondern selbst auch vorangehen zu müssen. Ja, Verantwortung tragen zu müssen. Pionier in einer Angelegenheit sein zu müssen. Und das ist dann auch das Vorbild, dem wir folgen können, ja, wo auch wir vielleicht unislamische Vorstellungen, die traditionell verankert sind oder die im Mainstream verankert sind, wo wir diese durch unsere Umsetzung, ja, ändern und dadurch auch Freiheit für andere schaffen. Ja, ich habe es leider vergessen, das war mir nicht möglich heute. Ich habe Schuhe, die nennt man Zehenschuhe. Ihr kennt mich, ich ziehe diese oft an. Ja? Das heißt, der Schuh, der zeigt alle 5 Zehen. Und die Leute gucken dann mal, ah, ein Sohn. Ja? Wisst ihr, was mir begegnet bei sehr vielen Menschen? Die sagen, oh, die sind bestimmt super bequem. Aber ich würde mich nicht trauen, diese zu tragen. Sind dezente Schuhe, sind schwarz, ja, sehen gut in einer feinen Hose auch aus. Ich trage sie auch zu offiziellen Anlässen. Aber ich kriege mit von Menschen, hey, ich kann mich das nicht trauen, so etwas anzuziehen. Auch wenn das bestimmt deinen Füßen sehr gut tut und das super bequem ist und ja, Barfußgefühl. Wir kennen das Barfußgefühl, ja, als Kinder oder vom Urlaub. Ah, wir sind voller Komplex in dieser Gesellschaft. Ja, das heißt zwar Freiheit und Individualismus, aber wir haben Komplexe. Und in dem Moment, wo jemand etwas macht und gegen den Strom schwimmt, und sei es solche Schuhe zu tragen, wisst ihr, was er schafft? Er schafft Freiraum für andere, dasselbe zu tun. Ja? Die Familien, die Pioniere waren, die interkulturell geheiratet haben, ja, die international geheiratet haben, die haben Dutzenden von Familien, ja, eine Lektion und auch eine Befreiung gegeben. Hey, schaut, das ist möglich und das ist schön und das ist islamisch. Ja. Das heißt, man kämpft nicht nur einen Kampf für sich, wenn man sich gegen solche Traditionen wendet oder Hinderungen wendet, sondern man ist auch ein Fürstreiter für andere, die sagen, ah, er hat uns die Freiheit gegeben, dies auch zu tun. Ja? Merkt euch den folgenden Satz in einem gewissen Kontext. Dein Charakter gehört dir. Für deinen Charakter trägst du auch Verantwortung. Aber dein Ruf, der gehört den Menschen. Was die Menschen aus dir machen, das hast du nicht unter Kontrolle. Ja? So, sitzt diese Lektion? Ja? Solange wir nur das tun, was wir tun dürfen vor Allah, ja, sind wir erstmal nicht verantwortlich für das, was andere Menschen über uns negativ denken. Das gesagt, möchte ich das durch Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder seine Tat etwas einschränken. Ja? Oder dadurch einschränken, so wie es eingeschränkt werden sollte. Nachdem man erstmal versteht, okay, der Ruf ist die andere Sache, ja, mein Charakter ist meine Angelegenheit. Wir sind auch ein Stück weit für unseren Ruf verantwortlich. Wir sollen uns darum kümmern, dass wir einen guten Ruf haben. Das lernen wir aus dem Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nachts mit seiner Ehefrau Safiya nach den Tarawih-Gebeten oder in den Nachtgebeten kurz eine Unterhaltung führte und zwei Prophetengefährten haben das gesehen
dass er mit einer Frau sprach und sie wollten sich schnell aus dieser Situation wegbewegen, als ob es etwas war. Ja? So könnte man das meinen. Und der Prophet wollte dem nachgehen, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, ey, langsam, ja? So, kommt, lasst uns sprechen. Das ist meine Frau, Safiya. Ja? Ist auch interessant, in manchen Kulturen, der Name der Ehefrau ist ein Geheimnis. Die Leute wissen nicht, wie die Ehefrau heißt. Der Prophet sagt, das ist nicht nur, das ist meine Ehefrau, ja, hadhihi zawjati, sondern, ja, hadhihi zawjati, auch kama qal, Safiya. Und dann sagten die Propheten Gefährten, weil das wirkt, er hat gedacht, oder vielleicht wäre es möglich, dass wir ihn verdächtigen. Und das wog schwer in ihren Herzen. Ja. Und er sagt aber, der Scheitan, ja, durchfließt den oder vermag den Menschen zu erreichen, so wie auch das Blut den Menschen erreicht. Also das Blut, was im Menschen, ja, stets gegenwärtig ist, solange er lebt, im fließenden Zustand, ja, so kann auch der Teufel den einen oder anderen Gedanken in euch setzen, und dem wollte ich vorbeugen, immunisieren. Ja, das heißt, wir jetzt nicht zu sehr Rebellen werden, sagen, ey, mein Charakter ist mir und der Ruf gehört den Menschen. Nein, kümmere dich auch um deinen Ruf, bitte. Tu das Mögliche. Aber darüber hinaus, ändere dein Leben nicht wegen dem, was Menschen sagen oder sagen würden. Und vielleicht sind wir auch schon paranoid und denken, ja, die würden dies und jenes sagen. Weil sagen die Menschen, warum sollten wir sowas überhaupt denken? Wir haben unser eigenes Leben. Ja, als ob die Sache so wichtig ist, als ob die Menschen jetzt zu Hause nicht einschlafen können, weil Mohammed Johari 10 Schuhe trägt oder so. Ja? Und in dem Moment, wo ich dann weiß, soll ich die kaufen, soll ich sie nicht kaufen, was werden die Leute sagen? Die interessieren sich vielleicht auch nicht mehr darüber, deswegen. Und diese Rebellenmentalität, die können wir, alhamdulillah, nicht durch den Satz, die können wir in uns wegerziehen, indem wir nicht den Satz haben, ich tue, was ich will. Sondern das Motto, ich mache das, was ich darf. Da ist Demut drin. Weil da ist auch drin, dass es jemanden gibt, der einem etwas verbieten darf und muss und kann. Und das ist Allah Ta'ala. Ja? Ich mache nur das, was ich darf. Ich mache nichts, was, ja, in irgendeiner Weise anstößig oder verboten ist. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala liebt die Vielfalt, geehrte Geschwister. Das sehen wir in seiner Schöpfung. Denn er erschafft aus Allmacht und auch aus Liebe heraus in Vielfalt. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'ad. Die Menschen sind Bodenschätze. Also sind vielfältig, haben Stärken, haben Schwächen. Ja, man bringt die Bodenschätze zusammen und kreiert dadurch Synergien. Das ist ein Kommentar, das hat nicht der Prophet so gesagt, aber das darf man darunter verstehen und daraus ableiten. Ja? Und solange man in den religiösen Angelegenheiten aufgeklärt ist, ist man vor dem Islam, das, was an einem gut war, das bleibt auch gut im Islam. Ja? Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islami idha faqihu. Die Besten von ihnen in der Zeit vor dem Islam sind auch diejenigen, die am besten sind in der Zeit des Islam, wenn sie die Religion verstanden haben. Ja? Und Allah Ta'ala sagt im Koran in Bezug auf die Vielfalt, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. In Surah Ar-Rum. Ja, der 30. der Abfolge nach, die Römer. Ja. Ja, wir haben keine Sura, die Araber heißt, aber wir haben eine Sura, ein ganzes Kapitel im Koran, was nach den Römern benannt wurde. Ja, nur der Stamm der Quraysh ist ausgenommen worden, die haben eine Sura bekommen, aufgrund ihrer besonderen Stellung auch. Nicht religiös, aber halt unter den Menschen. Allah liebt also die Vielfalt. Warum sollten wir diese Vielfalt, die Allah liebt, einschränken? In weltlichen Angelegenheiten, nicht in den religiösen Angelegenheiten, ja, in den kernreligiösen Angelegenheiten, ist alles erlaubt,
aus, es existiert ein Beleg dafür, dass es verboten ist. Ja, Allah Ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er ist es, der für euch auf der Erde alles erschuf. Für euch alles. Ausnahme, da wo es eindeutige, authentische Berichte darüber gibt, dass etwas verboten ist. Schweinefleisch beispielsweise, das Berauschende beispielsweise. Ja? Wir sollten uns also fragen, warum sollten wir unseren Lebensentwurf einschränken? Ja? Solange wir nicht auffallen wollen und anders sein wollen, das ist eine Seelenkrankheit, sondern es geht um einen Herzenswunsch. Du hast dich verliebt in eine Frau, ja, die Allah Ta'ala heiratbar gemacht hat. Du hast dich verliebt in einen Bruder, der heiratbar für dich ist, oh Schwester. Warum solltest du das einschränken wegen irgendeiner kulturellen Vorstellung? Ja? Oder wegen dem, was die Menschen sagen könnten. Hey, er ist zu alt, er ist zu jung, hat nicht Geld, viel oder ja, kommt aus einem anderen Land, spricht andere Sprachen, hat andere kulturelle Eigenheiten etc. Ja? Warum sollte man das einschränken? Seinen Herzenswunsch, den Allah Ta'ala auch erlaubt hat, ohne dass man in irgendeiner Form auffällig sein möchte. Ja, weil das, wie gesagt, eine Seelenkrankheit auch ist. Ja? Ich muss langsam zum Ende kommen, sonst seid ihr mir sauer. Ja? Ich hoffe, dass die große Botschaft, inshallah, rübergekommen ist. Ja, Allahumma amin, weil ich muss eure Zeit respektieren. Einige von euch haben halt, wie gesagt, ihre Dinge zu tun. Und mehr, inshallah, zu einer anderen Gelegenheit. Ja, Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Samir. Oh Allah, wir bitten dich, wohlwissend, dass du hörst und dass du antwortest und dass du barmherzig bist. Bitte segne den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute, die alle so viel geopfert haben, auf dass uns diese Religion rein, unbefleckt und vollständig erreicht, auf dass wir dadurch glückliche Menschen leben, glücklich leben können, oh Allah, wenn wir diese umsetzen. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Fehler, unsere Nachlässigkeiten, unsere Mängel, unsere Schwächen. Und helfe uns, dass wir uns stärken von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Moment zu Moment und die näher kommen, oh Allah, und den geraden Weg stabil gehen, oh Allah, ohne den zu verlassen. Und sollten wir ausrutschen, sollten wir fallen, dass wir stets schnell bereuen und nachhaltig bereuen und stabil werden, oh Allah, Allahumma amin. Oh Allah, bitte für alle Menschen, die Not leiden, die bekriegt sind, die gefangen sind, die gefoltert werden, die hungrig sind, die durstig sind, die Nöte haben, die in Lebensschwierigkeiten stecken. Bitte schenke ihnen Erleichterung und Befreiung und Selbstbestimmung und dein Glück und deine Barmherzigkeit und deine Führung, oh Allah, und deinen Beistand. Und lass uns ein Teil dieser Gaben sein, indem du uns dazu befähigst, diesen Menschen deine Hilfe zukommen lassen zu können. Aufgrund deiner Barmherzigkeit uns gegenüber, denn du brauchst nichts und niemanden. Und gib uns all das, was der Prophet Muhammad von dir gebeten hat, und schenk uns Zuflucht vor dem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.